Janina und ich sind jetzt hier für euch und stellen euch ein paar Sets vor und vor allem konzentrieren wir uns heute auf Produkte aus unserem Adventskalender, die ihr verändern könnt, die ihr selbst anpassen könnt, und da möchten wir euch heute ein paar kleine Hilfestellungen und Styling-Inspos mit auf den Weg geben. Also, Janina, let's go! Genau, wir fangen mal an mit dieser wunderschönen Kette. Ihr habt die bestimmt auch schon bei Alisa gesehen. Wir haben hier unten eine wunderschöne Perle. Das ist eine längere Kette und ich würde einfach mal sagen, Alisa darf ich die einmal oben legen. Ja, also hier haben wir eine wunderschöne Kette, so wie sie ist, so wie sie rauskommt. Sie kommt mit genau diesem Look aus einem Türchen, aber man kann sie ruckzuck verändern und einen komplett neuen Style damit. Ich nehme die Perle hier ab. Da muss ich immer ein bisschen. Genau. Jetzt hast du so eine. Du hast eigentlich gestern ganz schön umschrieben. Ein kleines Unendlichkeitszeichen oder so eine Connection zwischen zwei Ringen. Und sieht irgendwie auch schon super schön aus, aber halt viel unauffälliger, viel filigraner. Und genau, wenn du jetzt zum Beispiel noch ein Abendevent hättest, dann kannst du das hier in dein Schmuckkästchen verstauen und dann wieder einfach dranhängen. Quasi. Two in one. Cool. Welche Ohrringe würdest du mir da jetzt zu raten? Da wir natürlich jetzt sehr basic sind hier mit der Kette, könnten wir jetzt total schön ein bisschen mit ein paar Steinchen arbeiten. Da haben wir diese wunderschönen Ohrringe aus dem Element Water. Hier seht ihr diese schöne Welle. Ich trage auch den passenden Ring dazu und Alisa auch. Genau, das mit der Welle. Und ja, ich würde einfach mal dazu an. Sehr schön. Genau, das wäre doch jetzt schon mal ein richtig schöner Look. Dann könnten wir auf jeden Fall diese wunderschöne Kette noch bei dir anziehen. Das ist eine sehr, sehr lange, finde ich mega special und haben wir auch so nicht im Shop und gibt es exklusiv im Adventskalender und die ist auch veränderbar. Aber ich mache sie jetzt mal. Ja. Aber die kann man auch doppelt tragen, da kann man nicht auch gleich dazu. Also richtig cool. Da hat man jetzt irgendwie nochmal so einen Hingucker und die kann man super lässig anziehen auf ein schwarzes, weißes T-Shirt und ja, ist einfach eine schöne Kette. Und mit der kann man jede Menge machen. Mhm. Und zwar, ich würde sie dir jetzt einmal quasi doppelt anziehen oder wir können es gleich raffiniert machen und wir machen einfach mal einen Charm. Wie wäre es mit einem Herzchen? Genau, das hier, dieses kleine Herzchen, ist auch ein Türchen. So. Und natürlich kann man die Kette jetzt auch so lang tragen. Also rein theoretisch bist du jetzt hier natürlich eine More is More Kombi. Aber wenn wir die jetzt einfach ausziehen, die wir zuerst anhatten, dann ist es wieder eine sehr, sehr schöne, schlichte Kette. Und man hat einfach den kompletten Look innerhalb von Sekunden verändert. Finde ich auch. Sehr cool. Richtig schön, und wenn du jetzt doch wieder. Ich glaube, gerade mit dem Outfit, ne? Ja, so ein bisschen glänzt und die Kette glänzt auch so schön. Ja. Wir können auch nochmal die Ohrringe dazu verändern. Ja. Genau. Jetzt einmal hier diese Kugelohrringe zum Thema Erde. Genau, und das Schöne bei den Ohrringen ist ja zum Beispiel, wir haben hier einen sehr auffälligen Look, wenn wir einfach die Kugel dran lassen. Das ist wirklich ein wunderschönes Piece. Ich glaube, der passt jetzt auch super in die Winterzeit. Und genau, aber. Man kann den Look natürlich auch sehr schnell verändern, indem man einfach die Kugel rausnimmt. Und mit dieser Kugel kann man die allercoolsten Looks gestalten. Aber jetzt bleiben wir erstmal ganz classy. Wir können auch zu dem Outfit ist. Genau. Und hier könnte man jetzt zum Beispiel einmal diese wunderschöne Kette anziehen. Ganz simpel. Eine super schöne Kettenart und lässt sich halt auch wieder ganz easy verändern. Wenn man zum Beispiel den Herzcharm oder hier auch diesen wunderschönen Stein dran macht. Ja, das ist halt so ein absoluter basic, schicker Look. Da macht man gar nichts mit falsch. Dann nehme ich aber mal ein Ohrring ab. Hier. So, hier kannst du einmal die Kugel dran machen. Ja, mega. Genau, jetzt würde ich nämlich noch einmal hier die Kugel auch rausmachen und dann einfach hier nämlich die Basic Roll. Das sind einfach so auch so richtige Alltags-Kreolen, die man super gut eigentlich zu allem kombinieren kann. Also ich trage super gerne Kreolen. Und dann einmal komplett geändert. Ja. Und damit keine Kugel verloren geht,
kann jetzt zum Beispiel auch wieder die lange Kette einsetzen. Jetzt quasi ein All-Over. Auch cool. Sehr cool. Genau. Also wie ihr seht, diese Kette und auch die längere Kette und die Kugeln, mit denen wir sind gespannt, was ihr euch noch einfallen lässt oder auch mit unseren anderen Teilen, die vielleicht im Shop verfügbar sind, kann man da bestimmt mega, mega coole Looks kreieren. Du passt ja auch hier drin. Ja, du passt ja hier drin. Das hatte ich selbst noch gar nicht. Genau, da ist ja eigentlich der Top-Charm drin. Da haben wir auch die passenden Ohrringe, die Ohrenstecker im Kalender. Boah, das hatte ich ja noch gar nicht so. Oh, richtig schön. Das ist so eine doppelte Basic-Kette. Das sieht so, so, so schön aus. Ja. Und alle genau, drei. Man könnte alle Charms auch dran. Jetzt entdecke ich aber selbst nochmal. Deswegen machen wir das Video für euch, dass ihr auf die Ideen kommt, was man damit alles machen kann. So, finde ich richtig gut. Alle Elemente vereint. Der könnte gut aussehen mit dem Top-Charm. Genau, ich habe dir natürlich auch einfach wirklich ein richtiges Statement-Piece, gerade zur Weihnachtszeit. Super schön. Und da gibt es auch ein passendes Armband, Ohrringe. Das habe ich gerade an. Genau. Und das passt auch wirklich an jede Kette, weil die Öse sehr, sehr groß ist. Mega schön. Ich werde jetzt mich mit dir dann mal noch was anziehen. Boah, du hast da so ein schönes weißes Top an. Genau. Zieh doch mal hier die Ohrringe an. Ich glaube, das könnte richtig gut aussehen. Genau, das sind ja auch unsere Water Earrings mit den Perlen und dem Drop. Ja, das sieht mega aus aus dem Outfit auch. Obwohl es jetzt eher so ein lässigerer Look ist und die Ohren sind mit ein bisschen schicker, mehr Statement. Das finde ich richtig cool. Ich hoffe, wenn ihr den ausgepackt habt, wenn dann der 25. ist, dann legt ihr euch auch alles wirklich einfach mal so hin und probiert euch einfach mal aus. Ich bin mir sicher, da können noch ganz viele andere Kombi-Möglichkeiten entstehen. Die Ohrringe, wenn die euch nämlich zu lang sind, die Janina gerade anhat, dann könnt ihr die nämlich auch kürzen und dann bekommen wir auch nochmal einen komplett neuen Look. Ja, also in diesem Set ist es ja auch gedacht. Und jetzt musst du nochmal zeigen, mit den Ohrringen, wie man die kürzen kann. Das ist nämlich auch ganz simpel. Ihr habt einfach hier so ganz kleine Mini-Ösen, die sind wirklich sehr, sehr filigran, was natürlich auch das Schöne an den Ohrringen ist. Und dann könnt ihr einfach das hier an der letzten kleinen Mini-Öse einhängen. Und dann einfach wieder zurück ins Urlaub. So, und dann habt ihr quasi einmal eine kürzere Version, aber eine längere Version. Ich habe jetzt leider nur ein Urlaub, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Kombi auch im zweiten Urlaub richtig schön aussieht. Und dass man hier vorne dann zum Beispiel irgendwie noch eine größere Kriole trägt. Und genau. Was der lieben Lara gestern noch aufgefallen ist, man kann natürlich die Kugel auch an die Armbänder machen. Wir haben ja auch simple Armbänder und dann kann man das auch einfach an einen Armband durchfädeln. Oder wenn ihr Armbänder zu Hause habt oder wie auch immer. Diese Kugeln, die sind wirklich so cool und flexibel einsetzbar. Genau, und dann habt ihr hier auch irgendwie so ein kleines Charm-Anhängerchen. Also wir haben ein paar Charm-Kombis gezeigt, wir haben die Ohrringe gezeigt, die man kürzen kann, die Kreolen, wo man die Kugel entnehmen kann. Okay, ich würde sagen, das war's mal an Kombis und an Änderungsmöglichkeiten. Wir sind wirklich gespannt, was ihr daraus kreiert. Also auf jeden Fall vielleicht verlinken, dass wir uns das anschauen können. Da bekommen wir nämlich auch noch ein paar Inspos. Aber wie ihr seht, wie Janina gesagt hat, nutzt die Zeit, wenn alles ausgepackt ist und spielt einfach mal selbst ein bisschen damit rum, weil da kommen voll die schönen Kombis. Es kommen da raus, also nehmt euch die Zeit und ganz viel Spaß damit. Ja, ganz viel Spaß und schöne Weihnachten. Ja.